Wie berechnet man das Volumen einer Pyramide, wenn die Körperhöhe und die Länge der Grundkante gegeben sind? Das bespreche ich mit dir in diesem Video. Ich zeige dir, wie du die Formel aufstellst, wie du einsetzt und wie du das dann am Ende mit dem Taschenrechner ausrechnest. Ja, hallo und herzlich willkommen. Du siehst, ich habe hier eine passende Aufgabe vorbereitet. Wir gehen die mal zusammen durch und dann ist es, glaube ich, auch ziemlich schnell glasklar. Also, berechne das Volumen einer quadratischen Pyramide. Die Kantenlänge A der Grundfläche beträgt 4,2 cm. Die Pyramide hat eine Körperhöhe von HK gleich 5,9 cm. Ja, was ist da eigentlich was? Die Grundfläche ist ja das hier unten. Das soll ja eine quadratische Pyramide sein. Ja, dann ist das hier auch eine quadratische Fläche. Die Kantenlänge A der Grundfläche beträgt 4,2 cm. Also haben wir hier zum Beispiel A gleich 4,2 cm und da entsprechend auch das Gleiche. Ich schreibe jetzt mal nur ein A dran. Also auch da haben wir diese 4,2 cm. Da hinten natürlich dann auch jeweils 4,2 cm. Die Körperhöhe, die ist also der Abstand von der Grundfläche zur Spitze. Und das ist diese dünne gestrichelte Linie hier, die hier im Inneren der Pyramide eingezeichnet ist. Das hier ist also HK und HK ist 5,9 cm. Ja, wenn du eine Pyramide berechnen willst, das Volumen oder eigentlich von jeglichen spitz zulaufenden Körpern, die dir so in Klasse 10 unterkommen in Mathematik, dann hast du eigentlich immer die gleiche Formel für das Volumen, V ist gleich 1/3 mal g mal hk. Ja, also immer Grundfläche mal Körperhöhe durch 3, ja, oder 1/3 mal Grundfläche mal Körperhöhe. Und dann musst du für den speziellen Körper dann überlegen, was habe ich hier eigentlich für eine Grundfläche? In diesem Fall haben wir ja die quadratische Grundfläche. Das heißt, für dieses g hier muss jetzt entsprechend eine Formel her, die also ausdrückt, wie wir die Grundfläche berechnen. Und beim Quadrat, das weißt du, ist die Formel a hoch 2. Das heißt, ich setze an der Stelle da für das g dieses a hoch 2 ein. V gleich 1/3 mal a Quadrat mal hk. Ja? Ja, in diesem Beispiel ist das Volumen gesucht. Das heißt, wir brauchen nichts umzustellen. Die Formel ist ja bereits nach dem Volumen aufgelöst. Das heißt, das ist jetzt hier der einfachste Fall. Wir müssen jetzt nur einsetzen und ausrechnen. Also, einsetzen ist also das nächste. V ist gleich 1/3 mal a hoch 2 und a ist 4,2. Also 4,2 zum Quadrat. Mal HK und HK ist 5,9. Ja, das muss ich dann nur noch ausrechnen und dann erhalte ich den Wert für das Volumen. Also V gleich oder ungefähr gleich. Mal schauen, was da rauskommt. So, da haben wir dann hier 1/3, kann ich hier so eingeben. Mal 4,2 zum Quadrat mal 5,9 ist gleich 34,692. Also müssen wir jetzt hier runden. 34,69. Ja, alles war vorgegeben in Zentimetern, dann kommen ja auch entsprechend Kubikzentimeter raus. Doppelt unterstreichen, mehr ist da dann wirklich nicht zu machen. Ich hoffe, es war nachvollziehbar für dich. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!